Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir kein Update, sondern nur 6 neue Mods, deswegen starten wir auch gleich mit der ersten neuen Mod. Die erste neue Mod heißt Wettkampfmodus, kommt von Cosplay Dev Team und TN4799, Downloadgröße 48 KB, in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ja, das ist natürlich eine Mod, die natürlich nur im Multiplayer Sinn macht. Nichtsdestotrotz hier ein Beispiel dafür. Also, wir können im Prinzip jetzt Wettkämpfe erstellen oder Zielsetzungen erstellen und dann können im Prinzip die teilnehmenden Farmen daran teilnehmen. Wir können Regeln erstellen, wie viele Helfer maximal, wie viele maximale Missionen, ob Fahrzeuge gemietet werden können und so weiter und so fort. Kreditlimits. Das können wir alles einstellen und so können natürlich dann auch quasi Wettkämpfe stattfinden, wer als erstes eine gewisse Zielleistung erreicht hat. Zum Beispiel wer als erstes 10.000 Punkte, 100.000 Punkte oder wer als erstes, sagen wir mal, 100.000 Liter an Weizen und so weiter und so fort erreicht hat. Oder auch natürlich wer als erstes 2 oder 3 oder 5 Millionen auf der Bank hat. Das ist etwas, was man einstellen kann. Man kann sagen, was zum Beispiel ein oder was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das kann man alles hier einstellen und dann kann der Wettkampf losgehen. Zeit für einen Wettkampf. Diese Mod bietet euch alles, um euren eigenen Wettkampf auszutragen. Ein eigenes Menü mit einem eigenen Passwort, um die Regeln und Werte auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das Passwort kann nur durch einen Serveradministrator geändert werden. Diese Punkte können angepasst werden, um Punkte zu bekommen. Geld auf dem Konto, ohne Kredit, wie viel Liter pro Frucht, wie viel Liter pro Frucht in eurem Besitz, die gesamte Fläche, die ihr besitzt, zum Beispiel wie viele Hektaren soll der Hof haben oder wie viele ausgewachsene Tiere wollt ihr als Zielsetzung haben. Da gibt es noch weitere Regeln, die könnt ihr in Ruhe durchlesen. Ich werde euch den Screenshot natürlich nicht vorenthalten. Auf jeden Fall finde ich das eine coole Sache. Vielleicht wäre das etwas für einen Stream. Ich weiß es nicht. Die nächste neue Mod heißt HMV Rahmen, kommt von Makus, Downloadgröße 0,37 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Rahmen hier, wiegt 60 Kilo und kostet 250 Euro. Funktion: Mit dem Traktorrahmen können Sie spezielle Modelle anbauen. Ansonsten dient der Rahmen als Dekorationsobjekt für den Traktor. Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Als nächstes haben wir den KN170P, der kommt von Pavel, Downloadgröße 4,12 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist ein Grubber mit einem Gewicht von 340 Kilo, braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter und kostet 1960 Euro. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 15 km/h und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette hier. Und die Designfarbe natürlich ebenso. Vorsicht, wenn ihr diesen Grubber an einen mittelgroßen Traktor anbaut, dann gibt es hier komische Kollisionen. Also man kann trotzdem fahren, es ist nur optisch nicht so, wie es sein sollte. Dass dieses Rad hier in diesem Reifen drin steckt, so sollte das wahrscheinlich nicht sein. Nur damit ihr das wisst, wahrscheinlich muss man hier einen kleineren Traktor nehmen. Die nächste neue Mod heißt Kleine Saatgutproduktion, kommt vom Schemek 23433, Downloadgröße 2,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, ich glaube, sowas haben wir schon vor kurzem mal gesehen. Und zwar ist dies natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese kleine Fabrik hier, Kostenpunkt zum Platzieren 2000 Euro. Und hier kann natürlich hergestellt werden Saatgut. Und zwar aus Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Raps und Sojabohnen könnt ihr Saatgut erstellen. Jeweils die Frucht an plus ein bisschen Saatgutbehandlung flüssig, die man im Shop kaufen kann. Und zwar ist das dieses hier. Kostenpunkt hier für eine kleine Packung hier 50 Euro, 12 Liter fast diese. Hier kann das natürlich hergestellt werden. Achtung, es passen nur 320 Liter rein. Und dann muss man es rausholen, damit man wieder weiter produzieren kann.
Eine Lösung für den Kleinsthof. Zu beachten ist, dass man hier die Farbe verändern kann. Mit der M-Taste kann man hier die Farbe verändern, je nachdem wie das Thema Farbe auf eurem Hof funktioniert. Die nächste neue Mod heißt Tier-Input-Erweiterung, kommt von TN4799, Downloadgröße 29 KB, in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod ermöglicht es, Tiere in Produktionen als Input einzufügen. Wie viel Liter ein Tier bringt, ist abhängig vom Alter und vom Gesundheitszustand des Tiers. Wenn du wissen willst, wie du mit diesem Mod deine eigenen Mods mit Tier-Input realisieren kannst, schau dir die fertige Trainingsanlage an. Diese ist der Demonstrationsmod, der zeigt, wie man einen Tierinput in eine Produktion einbauen kann. Wunderbar. Also, das ist mal eine Erweiterung, da kann ich nichts wirklich dazu zeigen, denn es wird ja hier auch schon darauf hingewiesen, dass wir dann die Pferdetrainingsanlage zu Hilfe nehmen sollen. Und das ist diese hier, die wir hier sehen. Das ist die Pferdetrainingsanlage, kommt natürlich auch von TN4799. Downloadgröße 15,26 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist dieses hier, das sieht doch aus, als wäre es ein Pferdestall, ist aber eine Trainingsanlage respektive eine Produktionsstätte. Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro, Unterhalt pro Tag 100 Euro. Dazu gibt es natürlich noch die Verkaufsstation. Das ist diese Hörmannhalle hier, 50.000 Euro zum Platzieren. Und natürlich, ja, kann man diese einfach so platzieren. Hier können wir reingehen und sehen hier drin, dass hier das Menü ist. Und hier sieht es so aus, als könnte man 200 Einheiten an Pferd zum Beispiel reinmachen, dann Heu, dann Hafer und Stroh und dann gibt es 200 Einheiten trainiertes Pferd, das man dann natürlich verkaufen kann. Hier gibt es natürlich noch andere Unterkategorien, wobei das Rezept sich überall nicht verändert. Es ist überall dasselbe. Hier wird das Futter mit reingebracht und hier kann man die Tiere natürlich hier in dieses Gehege abgeben und ich habe jetzt hier das hier vorbereitet. Ich habe hier den Javier, den bestätige ich mal und der geht dann bitte in die Produktionsanlage rein. So, da ist in die Produktion ausgeladen und das machen wir hier auch in die Produktion ausladen. So, jetzt sollte eigentlich hier Pferd vorhanden sein in der Produktionsanlage. Ist natürlich wahrscheinlich nicht der Fall in diesem Sinne, weil das Pferde sind, die wurden noch null gefüttert. Das sind also Kleinpferde und die haben wahrscheinlich überhaupt keinen Wert. Wir starten mal die Zeit, mal schauen, ob das sich irgendwie verändert. Also ich habe es tatsächlich nicht fertig gebracht. Ich habe hier Pferde gekauft, habe die hier hingebracht, wollte die ausladen, hat es mir nicht angenommen. Dann habe ich die Produktion vorwärts geschaltet, habe alle Fülltypen rein generiert, im Prinzip aber alles gefüllt, also auch Ausgabe ist gefüllt und so weiter. Und jetzt sollte man eigentlich mit dem mitgelieferten Anhänger, das ist dieser hier, dieser Big Western, Big Master Western, 4 Kubikmeter Pferde beladen können, was 2 ausgewachsenen und trainierten Pferden entsprechen soll. Den habe ich hier hingestellt, sollte jetzt damit die Pferde beladen können, um sie dann verkaufen fahren zu können. Also ich habe jetzt hier alles versucht, also ich bin mit dem Anhänger hier hingefahren, finde nur das Tor schließen Menüpunkt, also ich finde den Trigger nicht für das Tiermenü. Dann habe ich von innen drin versucht, das Tiermenü aufzurufen. Geht nicht. Ich habe den Anhänger auf- und zugeklappt. Geht nicht. Es ist alles angeschlossen. Ich kriege diese Pferde nicht beladen. Also ich kann euch nicht zeigen, wie sich das verhält, wenn wir dann jetzt rübergehen in die Verkaufsanlage. Das hier ist der Verkaufspunkt, wo dann die verkauften und die trainierten Pferde verkauft werden können. Ja, ich weiß es nicht, ob es an mir liegt. Bitte versucht es, diese Mod zum Laufen zu bringen für euch. Falls ihr es fertig bringt, dann bitte lasst es mich wissen, was ich falsch mache.
Ich habe auf jeden Fall einen normalen Anhänger geholt, bin damit zum Händler gefahren, habe die gefüllt. Ich kann das auch aufmachen, dass wie ihr das seht. Also da sind zwei Pferde drin. Ich kann die nicht abladen. Ich kann auch nicht die anderen, die jetzt voll hier, also die Produktion ist voll, dass ich dieses auch aufladen sollte. Aber es geht hier überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, was falsch ist. Auf jeden Fall, ja, das ist das, was ich zur Mod zu sagen gibt. Und damit war es dies auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeigucken, fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen trotzdem. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, wirst du keine weiteren Mods dieser Art verpassen. Ich wünsche noch einmal einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wann immer du das Video siehst. Ich sage Tschüss, danke und hasta luego.